Was zur Hölle ist das hier? Er hat wieder zugeschlagen. Worüber sprichst du da? Nur über ein paar Dämonen. Wir können davon ausgehen, dass wir es hier mit einem Nachahmungstäter zu tun haben. Der Künstler wird den Leuten in Erinnerung bleiben, weil er 6 Frauen getötet und konserviert hat. Erst hat er sie mit Rezin vergiftet, dann hat er die Leichen lebensecht hergerichtet und dekoriert. Er nannte sie seine Meisterwerke. Wie haben Ihre Leute ihn nochmal geschnappt? Durch verdammt gute Ermittlungsarbeit, ausgeführt von verdammt guten Ermittlern. Einer davon sitzt direkt neben ihm. Ich komme da nicht mit rein. Wie meinst du das? Der Künstler wird nur dann mitspielen, wenn wir irgendwie sein Vertrauen gewinnen. Mit unserer gemeinsamen Vorgeschichte würde meine Anwesenheit das nur versauen. Genau genommen hat er 7 umgebracht. Zeke Anderson, mein Partner. In 2 Wochen macht dieser Mistkerl einen Abgang. Diese Welt wird dann ein besserer Ort sein. Ich bin heute hier, um mit Ihnen über einen Nachahmer meines Werkes zu sprechen. Wenn Sie sich die Fotos der Opfer ansehen würden, könnte Ihnen vielleicht irgendetwas auffallen. Kommen wir doch einfach zur Sache. Ich möchte, dass meine Todesstrafe auf lebenslange Haft herabgestuft wird. Jegliche Hilfe meinerseits ist für Sie, und zwar ausschließlich für Sie. Wissen Sie zufälligerweise, ob er dem Mädchen die Flügel gestutzt hat? Wozu soll sie brauchen? Für ihre Reise ins Jenseits, Mary. Samael ist ein gefallener Engel. Eine Skulptur zu erschaffen bedeutet, ein Rätsel zu lösen. Sobald ich fertig bin, bekommen Sie seine genaue Adresse. Fertig womit? Meine Skulptur. Von Ihnen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, wie vollkommen gestört Sie sind? Völlig wahnsinnig. Er hat wieder zugeschlagen. Komm raus, wo immer du bist. Der will uns nur verarschen. Und dabei hörte ich die Stimme des Erzengels Samael. Wieso höre ich mir das noch an? Wenn ich ehrlich sein soll, Mary, Sie werden als Nächste dran sein. Es ist mein ganzes Leben. Du musst ihn aufhalten. Das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind.